Wir sind Hans in the Wild. Es wird wieder Zeit für Hans Köpfigkeit. Wir sind in der Schweiz. Seid ihr bereit? So, Freunde, ne? Für die, die uns verfolgen, ist mal wieder Hansheim, weil wir wissen nämlich nicht, wo wir heute haben können. Man darf in der Schweiz nur über der Baumgrenze campen und das schaffen wir heute auf jeden Fall nicht, weil wir haben 17 Uhr oder so, vielleicht noch später. Und wir müssen jetzt erstmal 6 Stunden fahren bis nach Bern und dann müssen wir noch weiter fahren. 23.07 Uhr sollen wir ankommen, sagt Google Maps. In Bern? Ja, in Bern. Ja, 23.07 Uhr kommen wir in Bern an. Da müssen wir noch weiter fahren, weil wir nicht da wandern wollen, sondern halt morgen woanders. Aber wir können halt nirgendwo pennen, weil wenn man dann erwischt wird mit den Zelten, 10k Strafe. Diese Side-Eye, die du diese ganze Kamera gibst. Deswegen, ja, ne? Wird gleich ein bisschen gefreestylt. Vielleicht finden wir einen Campingplatz, wo man was machen kann. Aber das ist halt die Schweiz. Tommy callt diesen Campingplatz, ne? Oder was willst du machen? Man kann hier nicht mal sitzen. Motel, Bruder. Einmal Motel. Rein. Motel! 15 Euro jeder. Bruder sagt Motel! Oder Schweiz, Motel, 15 Euro. Er denkt auch. Nein, wir haben gerade eben, Freddy hat mir ein Hotel geschickt. Da würden wir pro Person 30 Euro für eine Nacht zahlen. Ja, ist fair. Warum hast du 2 Tomatenmark dabei? Hat meine Mom geholt. Es wurden auch beide einfach eingepackt. Film mal, Bruder, das eine fällt auch was raus. Ich hab meiner Mom gesagt, die soll mir irgendwas einkaufen. Also die hat gefragt, die war einkaufen, hat die gefragt, was sie mitbringen soll. Und ich meinte halt Reisnudeln, bisschen so. Und dann kam halt 2 Tomatenmark, aber ich beschwere mich nicht. Ach, du hast auch Tomatenmark geholt? Ja, 2-mal. Ich hab auch Tomatenmark. Wir haben auch Tomatenmark. Ich wusste aber nicht. Geisteskrank. Ja, jetzt haben wir 4 Tomatenmark auf entspannen. Vor allem diese riesen Tuben auch, ne? Ja, 4-mal. Hast du auch so eine? Ja, nein, ich hab so eine Dose. So eine ganz kleine geholt. Ah, der ist cool. Tommy am Mitdenken. Der nimmt aber auch 2 Dinger mit, ne? Juckt ihn noch gar nicht. So, dann lass es mal weiter. Ich mach jetzt auch den. Jungs haben Hunger, wird jetzt noch ein Döner gefetzt. Wir müssen dann noch mal Pause machen, am Rewe. Ja, Jan, das ist auf jeden Fall. Das ist auf andere Straßenseite. Der führt uns morgen noch, damit wir auch sicher ankommen. Richtig, das funktioniert schon zum Dönerladen sehr gut. Ja, Döner war okay. Alle sehr müde. Dreh mal um. Ich hab ab. Aber auch sehr erleichtert. Ich hab Bock auf morgen. Gehen jetzt hier ins Schlaf. Nee, warte mal. Wir gehen ins Parkplatz suchen. Sind das da hinten 4 Menschen oder ist das einfach nur ein Schatten? Ich glaube, das ist einfach nur auf dem Dings drauf gemacht. Naja, wir gehen jetzt mal Parkplatz für morgen suchen. Zumindest mal so ein bisschen gucken, wo wir das Auto einfach mal random stehen lassen können. Also 40 Franken zu zahlen für diese 3 Tage für so einen Parkplatz schon. Das ist tough. Ich give it to the baby. Hey. Nächster Halt. Nächster Halt lauter Brunnen. Es geht los. 20 Minuten Fahrt, dann einkaufen. Hey, wow. Time for one. Ich glaube, ey, find myself in the middle where the heart of stone. Mach aber. Jetzt, wenn Tom das auch könnte, wäre halt krass. If you know. Ah, fuck, das war heute der Text, Digga. Oho. Madeleines Chocolate, 6 Stück. We have some nice Madeleines. Looks good, man. And then we have the. Leonor. Ja,
Ja, lass mal Frühstück, kommt Jungs. Guten Morgen, Sportsfreunde. Wir sind jetzt in Lauterbrunnen. Wir frühstücken jetzt und danach nehmen wir den Bahn Richtung Mürren und dann. Was? Ich dachte, wir nehmen nur eine Gondel. Ja, ja, ist ja gondelmäßig Bahn. Schmeckt wie Fleischwurst. Ja, ist auch Fleischwurst. Ist ja auch Fiona. Da trauen wir dich, fick ich doch. Ach ja. Schweinerei. So, wir haben jetzt alle Sachen gepackt. Jetzt wird es Zeit loszugehen. Janis macht noch ein bisschen Dehnübungen, kommt noch mal kurz laufen im Leben. The legs. And the bag. Ich bin ready. Wir fahren jetzt Gondel, ist ein bisschen voll hier. Und wir haben gerade auf die Karte geguckt und mal wieder gar keinen Plan, was gleich passiert. Eigentlich wollten wir wieder tausend andere Sachen. Aber schon. Letztendlich wird der Gondel hier hochgepackt und jetzt werden die ersten Meter so langsam mal gemacht. Janis fickt sein Mikrofon nebenbei noch ein bisschen, aber ist okay. Ziel heute ist über Baumgrenzen, damit wir campen können. Keine Ahnung, wie hoch das sein wird. Der Wanderweg geht auch erstmal runter, das ist ein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen, Bruder, weil wir müssen hoch. Auf geht's! Ja, das hat Ritz verstanden. Weißt du, ob das der Wanderweg ist? Auf geht's. Boah, Jungs, Alter. Also wir sind jetzt seit 10 Minuten unterwegs. Ihr seht's, der Scheiß ist nicht so schwer, es ist eigentlich relativ easy alles. Ich bin so am Sterben, das ist grausam. Oh. Wir sind hier nicht alleine. Du bist behindert am Schwitzen. Ich immer. Kranker Müll, ich immer. Wir machen Pause. Ist gar nicht so anstrengend. Also, wenn du willst, kannst du kurz klopfen. Warte ich mal. Ich bin gar nicht so am Schwitzen, ja. Das ist voll leicht alles, nicht so anstrengend. Wenn man hier lang geht, ist auch wieder korrupt. Boah, ist das anstrengend hier. Bruder. Warte, ich steck fest. Ich sag, so schlimmer kann es nicht sein, oder? Oh. Hey, Mann. Jetzt wird es dann irgendwann auch mal Zeit, die Drohne auszupacken. Ich würde sagen, genießt die Show. So freest er gar nicht. Ja, das war's mit der Drohne für dieses Video. Tut mir leid. So, wir gehen auf Drohnenbergungstour hier. Ich sehe sie auch.
sieht aber okay aus. Boah, vielleicht auch nicht. Hier der eine Flügel. Der eine Flügel hier. Hier sieht das so aus. Ich hoffe, die ist okay. Leider ist sie nicht okay. Das ist so undankbar, ne? Bruder! Man kämpft sich raus, steht und fällt wieder. Los. Hast du okay am Chain und der Bruder? Der ist einfach weg. Es ist so anstrengend. Ich weiß nicht, was weg. Ich war fertig, was du mit dir. Ah! Schaut's aus. Wie es ausschaut. Laune ist nicht so gut gerade. In so gute Laune, als wir losgelaufen sind. Dann kam Tiefschnee, dann hatten wir beste Laune. Dann ist meine Drohne kaputt gegangen. Dann war die Laune ein bisschen gekippt. Bisschen angedamaged. Dann meinte Tom, sein Magen fängt an zu arbeiten. Meiner ist auch am Arbeiten. Wir können beide eine Banane essen. Ich hab doch eine Banane. Ich hab Banane schon gegessen. Wir wissen nicht, wo wir schlafen. Wir wissen nicht, ob wir in der Nähe hier pennen können. Uns wird langsam kalt. Ich hoffe, keiner verreckt. Wäre uncool, wenn einer flöten geht. Oder? Das wär uncool. Also, ich habe gerade überlegt, ob wir hier pennen. Eigentlich sehr dreist, weil man muss über Baumgrenze in die Schweiz. Aber wir haben Winter, das interessiert sowieso keine Sau. Von daher, das muss bestimmt auch ein kranker Winkel gerade sein. Also von unten, das muss sehr majestätisch aussehen, sehr heroisch war es. Sei ich. Ich muss mal ästhetisch aussehen, oder? Wir haben jetzt die Rucksäcke da abgelegt, hinter Jannis. Musste ich jetzt nicht umdrehen. Und gehen jetzt ohne Rucksack einmal da hoch. Da kannst du dich schon hindrehen. Und genau, dann gucken wir, ob wir da irgendwie vielleicht noch ein bisschen weiter oben einen Schlafplatz finden, weil hier unten ist krank. Ja, wollen wir gar nicht anzweifeln. Ich finde da eigentlich mit der Höhle. Hau rein, ja. Ja. Oh, ich diese GoPro, hallo. Ja, hier ist halt perfekt eigentlich so. Sehr ebener Boden auch. Nur das Problem ist, wir sind noch nicht ganz über die Baumgrenze und wir haben keinen Bock, uns mit reichen Schweizern anzulegen um 10.000 Euro Strafe. Deswegen versuchen wir nochmal unser Glück weiter oben. Sonst... So, wir waren nicht erfolgreich. Wir sind da oben hochgesteppt, haben geguckt, ob da noch irgendwas Besseres ist zum Schlafen. Gibt's gar nichts. Da oben wird es nur windiger und hier ist es ebener als oben. Das heißt, wir haben jetzt wieder unseren Spot hier erklommen und wollen jetzt hier kochen und dann später dort das Zelt aufbauen. Da wir aber nicht über der Baumgrenze sind, wollen wir das erst nach der Dämmerung machen und dann morgens das Zelt wieder abbauen, weil wir ein bisschen Schiss haben halt, weil hier fliegen die ganze Zeit Helis rum. Wir haben keine einzige Person heute gesehen, aber Helis halt schon. Und die sehen dann auch unser Zelt. Deswegen wollen wir jetzt hier erstmal kochen und dann runter und
mal gucken, was wird mit der Schaufel. Da ist auf jeden Fall tief Schnee. Müssen ein bisschen schaufeln, Zelt aufbauen. Da hab ich schon Bock drauf, ne? Es wird so kalt. Es wird so witzig mit dieser Schaufel. Und ja, ich hab mies Hunger. Wir müssen jetzt erstmal was kochen. Jetzt kannst du quatschen, wie du willst, Mann. Ich hab kein Mikro an. Doch. Hast du. Hä? Du hast ein Mikro an. Wann ist das denn? Ich habe halt so richtig fette Zwiebeln geholt. Ich weiß nicht, ob eine Hälfte nicht gleich so gerecht. Knoblauch wird gleich auch noch geschnibbelt. Ich freue mich aufs Essen. Warum sind deine Lippen so rot, als hättest du die geschminkt? Ja, Bruder, das ist, weil ich kein Lippenbart, kein Bart mehr habe und. Musst du auch jetzt nicht filmen. Doch, ich muss jetzt einkloppen. Nee, das finde ich ist nicht worth it, zu filmen. Ich wollte deinen Klamotten. Deswegen, das meine ich ja, wenn ich diese keinen Bart habe. Viel hilft viel. Ich hab mich noch zurückgehalten, mein Bruder, ich schwöre es dir. Bitte zeig mal diese Pfanne gerade, bitte zeig mal diese Pfanne gerade. Der ist behindert, Lachkick. Ich weiß nicht, was der hat, Junge, das ist alles Flavor. Das ist alles Flavors. 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 Flay. Da haben wir den Closer von den Lippen. Wow, du Bastard. Ich hab ihn, er wollte vorhin, ich hab ihn. Gedanken sind, dass ich nicht weiß, wo wir das Zelt gleich hinbauen. Der erste Gedanke ist, dass das Essen geil aussieht. Boah, das Essen sieht so geil aus, ich schwöre. Das sieht echt krass aus, ich habe mies Hunger. Diese Menge Tomaten und alles ist, glaube ich, schon gut gewesen, Menge Fleischwurst und so. War gut. Das ist so matschig, die Nudeln, aber das will man machen. Und so was essen, oder? Also. Schmeckt geisteskrank. Schmeckt geisteskrank gut. Einmal hier zu stehen. Schmeckt einfach alles drumherum. Alles. Umgebung. Da oben ist der Mond. Heute das Wetter. Jetzt nach dem Essen wurde es auch langsam mal Zeit, Schnee zu schippen. Denn wir müssen irgendwann irgendwo unser Zelt ja auch aufbauen, wenn wir irgendwie schlafen wollen. Also da ist halt nur Schnee. Ja, da kommst du irgendwann auf Eis. Ich war gerade eben schon auf Eis. Macht halt auch keinen Sinn so. Ja, dann lass ihn uns sagen, dass wir da nochmal runterwandern müssen. Sie. Weil der hat uns wirklich keinen Sinn. Wir sind schon noch ein gutes Stück gegangen. Meinst du? Wir sind schon noch ein gutes Stück gegangen, so. Ich bin relativ sicher. Nein, müssen wir mal kurz Krisenmeeting machen, ja? Ja, Krisenmeeting. Hey, boah. Wir sehen uns, wenn es komplett duster ist. Meint ihr, der Weg ist unangenehm? Ich glaube, der ist okay. Wie weit ist der? Das ist die Frage. Das sind 15 Minuten. Habe ich auch gesagt, 15, ja. 20, aber wir waren uns nicht sicher. Nicht mal, höchstens 15. Es war nur um die Kurve rum, ne? Ja. Echt? Ja. Ich dachte, wir sind mal ein gutes Stück gegangen. Nein. Wir gehen jetzt wieder zurück. Krisensitzung habt ihr gerade eben gesehen. Wir laufen jetzt 15, 20 Minuten zurück. Da, wo wir herkamen quasi. Dann bauen wir unser Zelt da auf und dann bauen wir das morgen früh wieder ab. In der Hoffnung, uns sieht keiner. Weil 10.000 Franken haben wir nicht. Aber ja. Na, es gehen, komm. Ja, wir lassen gehen. So Leute, wir sind jetzt an unserem Schlafspot angekommen. Hinter mir sehen Sie schon Frederik Schmidt-Strunk stark am Schaufeln. So ein Arbeitermann, der Mann, der hat so keinen Bock mehr gerade, ne? Ich schwöre, das ist so geil. Junge. Das heißt keinen Bock mehr, aber ich will, dass das Zelt steht, weißt du? Das macht mich Nein, das macht mich unruhig, dass ich nicht gleich einfach so, wenn ich einfach reingehen kann, weißt du? Weiß er schon. Otto Bulletproof wäre stolz. Otto Bulletproof wäre stolz. Warum hast du eigentlich geworfen? Ich weiß auch nicht, ich wollte auch so cool in den Schnee werfen.
voll der Hans. Einfach diese, der, er wirft einfach diese, diese Stange weg. Nein. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein nerviges Zelt aufgebaut wie diese heute. Mit diesem Steinuntergrund, das ist ja so abartig. Mal wieder schön auf den letzten Drücker gemacht. Es ist schon seit Stunden dunkel. Jan und ich haben jetzt unsere Wasserflaschen komplett aufgefüllt. Haben auch die Filterflasche locker 10, 12 Mal durchgepresst dafür. Weil wir insgesamt so ja, 5, 6 Liter dabei haben an Flaschen. Und ja, ich freue mich aufs Bett, ich freue mich auf die Isomatte, die auszuprobieren. Ich habe mir eine neue für 5 Euro geholt bei so einem, ich weiß gar nicht, wie der Laden heißt. Ich bin gespannt, was die kann. Guten Nacht. Guten Nacht. Guten Nacht, so meine Freunde. Es ist 11 Uhr. Wir gehen jetzt schlafen. Wecker werden wahrscheinlich nicht gestellt. Das heißt, Zelt morgen früh abbauen wird wahrscheinlich auch nichts. Aber es wird schön. Ich bin seit 5 Minuten in diesem Schlafsack und mir ist schon kuschelig warm. Draußen war mir ein bisschen kalt, aber jetzt ist wirklich, ich habe meine Kuschelsocken an, ich habe meine Jogginghose an und mein Thermo. Und es ist so kuschelig warm. Ich werde so schön schlafen. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Schwarzfreunde. Wir haben 10.30 Uhr, glaube ich. Draußen schneit. Die Nacht war richtig kalt. Also so richtig kalt. Also wirklich kalt. Fred und ich haben erst versucht, nackt zu schlafen. Weil man das ja eigentlich im Schlafsack so machen sollte. Aber es war viel zu kalt. Also wirklich viel zu kalt. Grauenhaft. Eigentlich wollten wir heute auf den Berg hoch. Das wird eventuell ein bisschen schwierig bei dem Wetter. Aber wir werden gleich auf jeden Fall noch eine kleine Schneewanderung machen. Bis dahin. Erstmal wird noch ein bisschen gechillt. Ich hab nicht aufgenommen. Ich hab nicht aufgenommen. Seit wann? Ich hab 2 Minuten alle Sprache gemacht. Gar nicht? Mm-mm. Also null? Mm. Oh mein Gott. Mhm. So, wir machen jetzt Ansprache Nummer 2. Wir hatten schon eine, aber irgendwie hat Justin nicht aufgenommen, deswegen läuft. Kommt jetzt Nummer 1. Also, Nacht haben wir überlebt, aber auch nicht viel mehr als überlebt, war arschkalt. Und wir waren beide jetzt schon kacken. Mal im Schneesturm. Im Schneesturm. Für beide das erste Mal. Wildes Erlebnis gewesen. Ist ein krasses Erlebnis, richtig. Aber brauche ich jetzt auch nicht nochmal so. Nee. Ich hoffe, das aus wie Sonne, Bruder? Ja, Fredde meinte auch gerade, dass die Sonne rauskommt. War crazy. Also wir haben einen fetten Schneesturm, deswegen, eigentlich war der Plan, dass wir das Zelt heute Morgen abbauen. Wir haben jetzt so 11 Uhr, haben wir nicht gemacht, weil keine Chance. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir machen. Wir haben überlegt, das Zelt einfach stehen zu lassen und dann einfach eine Wanderung zu machen. Kranke Scheiße. Kranke Scheiße. Wirklich kranke Wanderung, die wir uns da vorgenommen haben. Dann können wir die Rucksäcke nämlich einfach hier lassen, weil heute ist eh kein Schwanz unterwegs bei dem Wetter. Richtig. Weil keiner so behindert ist wie wir. Und ja. Es wird fies anstrengend im Arm, Alter. Die Kamera ist voll schwer. Ja, wenn man die 2 Ansprachen lang hält. Ja, ja. So, wir haben 14 Uhr. Das ist mal eine ordentliche Handzeit. Wir würden jetzt auch mal langsam losgehen. Wetter ist besser geworden, Sturm hat aufgehört, schneit nicht mehr, es stürmt nicht mehr. Okay. Sonne scheint ab und zu mal. Sonne scheint ab und zu, stürmt doch noch ein bisschen. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, weil wir halt hoch wollen, aber auch ein bisschen Schiss vor Lawinen haben, weil halt viel Neuschnee gefallen ist. Deswegen wird das mal wieder auf Hans Teil einfach mal eine Okay, tschüss. Fragen Sie das noch. Verrückte Welt, in der wir leben. Oh, vielleicht 100 Meter, ich bin jetzt schon aus der Puste. Ich kann gar nicht mehr. Alpinwanderer. Ich bin Explorer. Du bist Technoblade. Bruder, du bist Technoblade einfach. Das sind noch die aus Gran Canaria? Was? Die aus Gran Canaria? Die Sonnenbrille? Nee, ist eine neue. Gerade kurz TikTok gedreht. Nimmt Jonas Abi. Den weiteren Verlauf der Dinge. Ich mache jetzt diese hier. Ich hatte heute Nacht kurz Angst, dass diese kaputt gegangen oder gefroren ist.
Aber der Mann, das hat schon länger mehr überlebt als wir alle drei zusammen. Weil dieses Ding hier hat einfach durchgedreht. Das soll das eigentlich nicht machen. Noch zu dritt? Ja, der Bruder ist gerade verloren, der hat gerade andere Probleme, ja. Ja, das ist länger schon weg. Erzähl mal. Erzähl mal. Schweizkacken. Haben wir gesehen? Hast du aber hoffentlich nicht gesehen. Haben wir gesehen? Haben wir. Zu 100% haben wir das gesehen. Den haben wir gesehen. Nee. Ja. Wir gehen da jetzt weiter lang. Also wir gehen jetzt nicht mehr zur Hütte. Nein. Hütte ist zu weit hoch, zu gefährlich. Nein. Ja, dann gehen wir da so hoch, checken die Lage ab und gehen dann da unten wieder runter. Und dann Mittagspause, was essen. Ja. Schneemann bauen. Bisschen chillen, danach Schneemann bauen. Da steht auch noch so ein und dann wieder ins Zelt. Du machst das, mein Bruder. Boah, nee, ich muss gerade kacken. Du musst kacken? Nee, furzen, aber ui. Der Junge macht mich fertig. Pause Nummer 4? 3? 4? Pause Nummer 2 jetzt. 5? 6? Pause Nummer 2 jetzt. Pause Nummer 8. Also Pause Nummer 8 innerhalb von 10 Minuten. Ja, wir werden nicht Hans in the Wild, wenn wir nicht Hans in the Wild werden. Ja, nee, Planänderung. Wenn wir nicht irgendwo hinlaufen, immer wieder einfach irgendwelche Sachen machen. Richtig, wir haben doch jetzt Schneemann erstmal außer Kontrolle gelassen. Wir laufen da hoch. Da ist so ein Weg, also zumindest so ein Wegweiser, den wir auch auf dem Hinweg die ganze Zeit schon hatten. Da links versuchen wir erstmal hoch, aber wir gucken erstmal, wie das da hinter der Corner aussieht, hinter der Ecke. Vielleicht ist es da noch ein bisschen einfacher. Ja. Yeah. Kumut sagt 2 Stunden insgesamt. Im Sommer ja. Niemals. Und da ist das Schild vom Wanderweg. Ich hab's gecallt. Schwarzfreunde. Ich hab halt die Routenplanung diesmal gemacht. Also das erste Mal, dass wir überhaupt eine Routenplanung haben. Und da auf Komoot stand, dass man hier quasi vor der Hütte einmal hochgeht. Und dann habe ich gerade eben diesen Pfahl gesehen und meinte, das muss es sein. Da ist es auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall ein Akt, hier hochzukommen. Grauenhaft. Wir kommen jetzt in anderen Klimazonen an. Hier sind einfach dickste Eisklötze. Jan ist einfach verschont. Der Jan ist halt Effektivität groß geschrieben. Der ist weg. Also wir sind jetzt hier hochgejagt, um wieder runter zu wandern. Hier oben ist sehr windig, sehr kalt, alles nicht schön. Ist also schöne Natur, aber alles nicht schön so. Da ist die Hütte, zu der wir wollten. Aber wir dachten jetzt, dass wir hochgekraxelt sind, damit wir... Da ist die Hütte. Wir dachten jetzt, dass hier irgendwie ein kleiner Weg ist zur Hütte. Aber man sieht, oder ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das wird schon wieder eine abgefuckte Nummer. Und wir haben, was haben wir? 16:30? 16:30 circa. Ab wann wird es dunkel? 18:30? Ja, also haben wir nicht mehr so viel Zeit und... Also, sieht man diese Siedlung da? Diese paar Siedlungen, Klammern, paar Häuser, paar Hütten. Wir sind, unser Lager ist deutlich unter. Da irgendwo. Deutlich, deutlich unter denen. Und wir wollen jetzt kurz ein paar mysteriöse Snacken, damit wir ein bisschen Energie haben, runter. Dann irgendwo was suchen, wo wir uns ein bisschen Eis machen können mit Curry. Eis Curry. Mit Curry. Curry. Vegetarisch, weil wir kein Fleisch mehr geholt haben. Aber kommen wir durch. Und ja, ist frisch hier oben, aber ich hab Bock. Ich bin gerade am Essen. Ist mir egal. Wir gehen jetzt wieder zurück, weil der letzte Weg hier... Also wir haben gerade schon erzählt, du hättest eigentlich einfach nur sagen müssen, dass wir wieder zurückgehen, aber... Wir gehen zurück.
Alles gut. Nein, nein, alles gut. Alles gut. Das ist interessant, sagst du? Mein Schnürsenkel kriegt man einfach nicht mehr auf. Also man kann wirklich einfach nicht aufmachen. Einfach diese Feuerzeug. Einfach Feuer. Ja, ja. Einfach Feuerzeug benutzen, um Schnürsenkel aufzumachen. Ich komme nicht klar, ja. Bruder, ich habe gerade meinen Fuß in meiner Hand. Ich spüre ihn nicht. Goddamn. Ich bin ja nicht im Defense drin und es war so goddamn kalt die ganze Zeit. Tom und ich haben jetzt noch Wasser aufgefüllt, damit wir das gleich nicht machen müssen und noch ein bisschen was in die Töpfe, damit wir was zum Kochen haben, im Zelt gleich entspannt kochen, aber jetzt erstmal aufwärmen. Tom und mir ist immer noch behindert kalt und wir machen jetzt was zu essen in der Hoffnung, das hilft. Wenn es gar nicht gehen sollte, dann müssen wir nachher ein Feuer machen, aber... Bruder, es ist arschkalt. Wir kommen gar nicht klar. Ich habe jetzt 4 Jacken. Ne, warte, ich habe ein Thermo, ein T-Shirt, eine Fließjacke, noch eine Fließjacke und eine Downjacke mit einer Wärmedecke drin an. Und Shoutout to Columbia und Hansmann PR. Es ist trotzdem nicht warm. Und es ist gerade mal, wie vor haben wir? 19 Uhr? So. Es ist noch nicht mal nachts. Wir haben ein dickes, fettes Problem. Doch bevor wir wirklich dazu kamen, etwas zu essen zu machen, sind circa 1,5 Stunden vergangen. In der Zeit war es auf jeden Fall eine sehr kritische Situation. Tom und mir war dauerhaft komplett kalt. Wir waren kurz vorm Einschlafen. Irgendwann war dann der Punkt gekommen, wo wir auf jeden Fall wussten, jetzt müssen wir was unternehmen. Sind dann aufgestanden, in Anführungszeichen, und haben uns was zu essen gemacht. So, uns ist arschkalt. Man sieht einfach diesen Rauch vor deinem Mund so extrem auf dem Video. Ich rauche nichts. Ja, es ist so arschkalt. Nein, ich meine, ich bin Zuschauer. Es ist so arschkalt. Aber es hilft halt nichts. Wir haben beide Hunger. Oder nicht mal Hunger, aber wir wollen einfach was Warmes haben. Und wir hoffen, dass das auch mit der Kälte hilft. Deswegen machen wir uns jetzt einen Curry. Curry mit Zwiebeln, Knoblauch und einfach Reis kochen. Gaskocher steht schon, arbeitet. Ich hoffe, dass durch dieses Metallgeschütz hier, was eigentlich gegen Windschutz ist, dass uns das auch ein bisschen die Hitze von dem Brenner ins Zelt wirft. Ja. Eben war richtig Krise, dann war ich auch so 20, 30 Minuten einfach nur im Schlafsack und habe den komplett zugezogen. Ich bin auch kurz vorm Einpennen gewesen. Ja, ich auch, ich war locker mal 2-3 Minuten weg. Ja, ja. Dann da hatte ich aber voll Angst vor. Ja, ich hatte auch Angst vorm Einschlafen, weil es halt echt kalt war. Dann war ich eben draußen pissen und habe so ein paar Hampelmänner gemacht und ein bisschen auf der Stelle gelaufen. Und jetzt geht's schon deutlich besser als eben. Und die Hoffnung ist, dass das Essen nochmal viel macht. Ja, ja. Dann mit Curry. Mit Rice. Da muss man halt irgendwie so dran vorbeilöschen. Und dann mit Curry mit Rice. Da brät gerade Dings an. Zwiebeln und Knoblauch. Ja, aber schön. Ohne Öl, weil unser Öl eingefroren ist. Öl ist eingefroren. Ich wusste noch nicht, dass Olivenöl einfrieren kann, aber es ist eingefroren. Deswegen müssen wir jetzt ohne kochen. Wir essen jetzt. Essen ist fertig. Curry mit Reis, bisschen Knoblauch und Cashewkerne. Schmeckt wie Knastessen. Aber warm. Deswegen freuen wir uns drüber. Boah, ist so geil. Wow. Ja, warte, mein Teller auf mich. Krank, ey. War auch sehr entspannt hier zu kochen in dem Vorzelt. War ganz cool. So, Schwimmbutze. Jetzt geht's ab in die Eier. Wir waren nochmal kurz draußen und haben den Moment genossen, weil die Kulisse echt wunderschön ist. Justin war noch ein bisschen länger draußen, hat sich noch eine warme Milch gerade gemacht. Janus hat auch ein bisschen was abbekommen. Und mir ist echt kuschelig warm. Ich glaube, so warm war mir legit den ganzen Urlaub noch nicht. Das freut mich irgendwie gerade sehr, weil die Nacht echt kalt wird. Aber ich fühle mich gewappnet und ja, sollten wir überleben. Wenn nicht, wäre Krise. Aber gibt Schlimmeres, ne?
Gut, ne? Nicht zu überleben, sagst du? Gibt Schlimmeres. So, ich melde mich auch noch mal kurz zu Wort. Gibt Schlimmeres als zu überleben. Nee, warte mal. Was hast du gerade gesagt? Nicht überleben, gibt Schlimmeres. Ja, ja, genau, auf den. Ja, gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Ich sehe in dem Engel eigentlich krass aus, ja. Ich mache, glaube ich, ein bisschen weiter noch hier. Mein Schnörres kommt heftiger, als er eigentlich ist, so in dem Licht. Ich sehe, wie der leuchtet. Zahnfleisch? Ist da. Ist da. So, morgen heißt es zurück. Morgen geht es dann den ganzen Tag quasi runter. So, und wir versuchen so um 14 bis 16 Uhr um den Dreh im Auto zu sitzen nach Hause. Aller spätestens 16 Uhr, weil wir fahren ja über 6 Stunden. Nicht? Gute Nacht. Gute Nacht, meine Freunde. Gute Nacht. Morgen. Guten Morgen. Die Nacht war echt durchwachsen, ja. Ich hatte zwar 7 Schichten an, wirklich oben, und eine Jogginghose und eine Thermohose, hatte unter meinem Arsch eine Jacke und mein Handtuch noch unterm Arsch. Und ich bin echt unglaublich warm. Ich war schon so gefühlt am Brennen eingeschlafen. Also mir war echt warm. Und dann heute Nacht schon 2-3 Mal aufgewacht. Und dann war mir kalt so ein bisschen. Musste die Position wechseln und mich ein bisschen zusammen murmeln. Aber ich bin froh, dass die Nacht eigentlich also relativ entspannt war, aber auch irgendwie durchwachsen. Naja. Wie lange ist es dir? Keine Ahnung, Fredde. Der schneidet das eh nicht rein. Ja. Man kann trotzdem mal ein bisschen reden, weil die haben eh nichts gesagt. Von daher... Besser als nichts, ja? Ja, was sag ich? Ich sag, der Schlafsack ist cool, ist kuschelig. Ich hab keinen Bock aufzustehen, ich hab keinen Bock runterzulaufen. Ich hab keinen Bock, dich zu bewegen. Meine Fersen so zu picken, ja. Meine linke Ferse ist richtig am Arsch. Ah ja, das hat 2 Blasen. An beiden Füßen. Schutzfreunde, ich weiß nicht, ob man das auf der Cam sieht, aber... Unsere Schuhe sind einfach eingefroren. Hier. Doch, man sieht das definitiv. Die sind einfach eingefroren. Und wir tauen die jetzt quasi hier drüber auf, damit wir nicht so die eingefrorenen Schuhe haben. Ja, da haben wir den sogenannten eingefrorenen Socken. Da haben wir 2 davon. Der ist clean. Das ist so heftig. Wow. Ich glaube, diese Trockner sind auch eingefroren. Okay, ja doch. Heilige Scheiße. Den habe ich gar keinen drin. Ah, ich habe 2 in einen gepackt. Oh, krass. Das ist die erste Nacht in meinem Leben, wo mir meine Schuhe einfrieren. Ja, tatsächlich bei mir auch. Und wie fühlt sich das so an, das Erlebnis, Tommy? Das ist ein krankes Erlebnis, sag ich ehrlich. Ist heftig, ne? Also, dass wir hier campen, ist wild. Ja, ne? Gefällt mir. So. Jetzt wird hier Baba gefrühstückt. Wir haben 10 Uhr, 2 Stunden, nachdem wir aufgestanden sind. Und wenn ich euch sage, dass dieses Brot arschtrocken ist, dann sag ich euch, das bockt gar nicht, das zu essen. Das ist mehr Zweck als Genuss. Aber ey, vielleicht gibt's noch ein bisschen von dieser Erdnussbutter. Sind wir von gestern schon gewohnt, diese Mehrzweck als Genuss. Janis hat uns ein bisschen was übrig gelassen. Es wird gleich auf 2 Brote verteilt. Ja, und dann machen wir uns mal ans Packen, ne? So langsam. Mhm. Weil eigentlich wollten wir schon los, aber naja, ne? Naja, ne? Bruder hat diese Erdnussbutter geschichtet. Brot trotzdem behindert trocken, dass der Junge nicht mal reden kann. Ich hab sogar was abgemacht. Ja, dann mit diesem Brot, diese Scheiße auf diesem Brot. Hier auch diese Erdnussbutter. Verrückte Welt, in der wir hier leben. Ganz verrückt. Nachher, wir fahren nochmal, wenn wir wieder zurück sind, wieder ins Hostel, um WLAN zu haben. Um Google Maps zu machen, wie wir nach Hause kommen. Wenn wir das Hostel wiederfinden, dann schon. Oder irgendwo, wo es Free Wi-Fi gibt. Wir packen jetzt unsere Sachen. Wir haben jetzt, ich glaube, 11 Uhr.
Wir packen jetzt unsere Sachen und dann geht's ab in Richtung Auto. Weil wir müssen ja auch noch fast 7 Stunden fahren. Wir machen jetzt mal den Step mit euch raus. Ach du Scheiße, meine Schuhe sind halt hinten komplett eingefroren. Deswegen zieht das richtig. Guckt euch das mal an. Da war mal ein Berg. Naja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt unsere Sachen alle aus den Zelten rausgeholt. Haben am Anfang schon Isomatten, Schlafsäcke und alles zusammengeräumt. Und jetzt geht's so langsam ans Zelte abbauen. Aber der wird unglaublich filmen, weil alles ist zugeschneit. Meine Zehen sind fies am Abfrieren. Und dann das Zelt zusammenpacken und sowas. Ja. Over and out. Reporter Freddy meldet sich zu Wort. Alles gut. Schneit überall und wir hier gezählt. Wie so 4 Idioten. Meine Füße sind so am Sterben. Hammer hart, Digga. Ja, warte noch. Ich muss erst kauen. Joint raus. Auf diese Art. Tomabis Jacke ist dreckig. Oh, was ist? Ein kranker Shot. Oh, das ist ein schöner Engel. Ne? Mhm. Von Justin Schmelzer auch böse durch. Mhm. Oh, mit diesen Lattern. Diese rote. Diese rothaarige Bart. Hätte die auch gerne. Wasserauffüllerei vorbei. Ab geht's. Wir gehen jetzt einen neuen Weg. Begründung. Einfach mal was Neues erleben, ne? Ewa, rein da. Nee. So, wir haben keine Ahnung, wenn da kein Schild kommt, wir sind gefickt. Wir haben auch kein Internet. Wir haben kein Internet, ach ja, wir können uns quasi nicht mehr retten. Wir haben auch keine Karte. Entweder zeigen die Punkte, was wir machen. Wir haben ein Schild gefunden. Okay, der ist clean. No, no. This ain't easy, darling. Wir verlaufen uns hier, no joke. Bei dem anderen haben wir wenigstens ein bisschen Orientierung. Ja, dann lass wieder hoch. Auf geht's. Wir haben uns nur ein paar mehr Höhenmeter nach oben geschafft, damit uns warm an den Füßen wird. Also wir sind gerade los. Ich gebe jetzt schon den Callout. Meine Schnürsenkel sind nachher wieder eingefroren. Zu 100%. Tommy am Verzweifeln da vorne, ja. Tommy so am Verzweifeln da vorne. So anstrengend vorne. Jetzt steckt dein Marm, Alter. Hey. Oh, das ist so cool. Da. Das sind unsere Fußstapfen, die gehen da hoch, hat Tom gerade gesehen. Wir werden jetzt straight wahrscheinlich einfach da runter gelaufen. Da so runter, ne? Ja, ja, safe. Tom nicht gesehen, da runter. Deswegen gehen wir da jetzt hoch. Wow, okay. Wir sind gleichzeitig abgegangen. Ah, wir sind hier schon. Ja, ja. Er kam mir so bekannt vor, ich dachte mir schon so. Extra zu dem Baum gelaufen wieder. Was ist dieser Baum, der Wasser? Erste richtige Pause, wa? Schuhwasser tut unglaublich gut, jetzt muss ich auch mal vorlaufen. Ja. In dem Schnee ist das schauen wir mal, ob wir die Spuren finden. Ja, in dem Schnee finde ich sehr anstrengend. Wenn du nicht unsere Spuren hättest, würdest du, keine Ahnung, 3 Stunden brauchen.
Ey, wow. Checkpoint. Du Hund. Also wir sind jetzt wieder an der räudigen Stelle. Wie man gerade unschwer erkennen kann, ist Freddy auch ein bisschen am Kämpfen. Janis lag auch schon. Janis lag gerade auch schon komplett im Schnee. Ich hab tatsächlich gar nicht mal so Bock, da durchzugehen jetzt. Wir hören die ganze Zeit irgendwelches Knallen in der Ferne. Wir denken, dass das Lawinensprengungen sind, geplante. Schreibt mal in die Kommentare, ob das sein kann. Weil wir hören literally das Sprengen, haben wir da gehört. Dann war es vorhin da und jetzt ist es nach da gewandert. Das klingt immer so, als wäre da wirklich irgendein Knall, so Schussjäger oder so irgendwie mäßig Sprengung oder so. Schreibt mal in die Kommis, ob ihr wisst, markiert eure Freunde, vielleicht wissen die. Ja, schreibt mal in die Kommis. Teilt mal in eure Freundesgruppe, ja. Familiengruppe das Video, vielleicht weiß irgendwie, was das ist. Ja, macht mal Glocke aktiv, vielleicht weiß die Glocke Bescheid, ja. Vielleicht abonniert mal, vielleicht finden wir auch irgendwann raus. Ja, vielleicht können wir euch dann aufklären. Hit-Zwerge, ho. Hit-Zwerge, ho. Das war Tom auch mal Kameramann. Wie hat euch so gefallen? Sag mal, schreibt mal in die Kommentare. Jetzt darf ich mich nicht auf die Fresse legen, wa? Ich bitte darum, dass du dich auf die Schnauze legst. Das ist gar nicht so einfach. Kannst du dich bitte einmal für die Kamera auf Schnauze legen? Eine kurze Stärkungspäuslein. Weiter geht's. Wir schätzen noch so 20 Minuten bis zur Gondel. Und dann, ja, keine Ahnung, wir sind wieder, ne? Hans-Modus full wieder aktiviert. Wir wissen nämlich gar nicht, ob die Gondel fährt. Deswegen. Du musst sonntags fahren, Bruder. Das ist wie eine Bahn. Ich glaube, Tommy wäre auch krass als Kameramann. Wäre ich degradiert? Hey! Den habe ich drauf. Ich bin Justin, ich bin der Kameramann. Das ist der alte Spot, das wir vorher hatten. Achso. Wir sind jetzt ungefähr 5 Minuten von der Bank gelaufen. Jetzt sind wir hier am alten Spot, wo wir die erste Pause gemacht haben. Und dieser Unterschied. Da haben wir gechillt, ganz entspannt, mit der Kappe. Man war fies am Schwitzen. Und ja, nee, und jetzt einfach arschkalt. Meine Hände sind am Abfrieren, trotz Handschuhen. Ich guck mir die Scheiße da an, wo will ich mich da hinsetzen? Ganzer Arsch wird nass. Komm, Justin, weiter. Oh Mann, mach weiter, Bruder. Ist süß. Wir haben es fast geschafft, da unten ist die Gondel. Da gehen wir noch hin und dann geht's runter. Dann ist Tommy. Leckleine, Mann, da unten. Da links ist die Gondel. Ich dachte, du redest gerade über meinen Pimmel. Ich wollte gerade sagen, es ist kalt, Bruder. Lass mich in Ruhe. Ah, das ist auch ein kleiner Mann. Scheiße. Was geht ab? Ich hatte kurz Schiss, weil als ich hier angekommen bin, so wie jetzt, hat sich das Seil nicht bewegt und ich dachte, die fährt jetzt nicht. Aber, auch wenn das Seil jetzt wieder steht, aber die ist gerade hochgekommen, das heißt, fährt. Ganz kurz, ich hab's gecallt, eingefroren wieder. Kannst du vergessen den Scheiß, Alter. Also wirklich, was ist das für Temperaturen? Dass meine Schnürsenkel jedes Mal auf Call einfrieren. Was ist das? Wir gehen jetzt gucken, wann der nächste Zug geht, damit wir runterfahren können. Weil, ja, keinen Bock mehr zu wandern. Hier sind ein Haufen Skifahrer und ich verstehe nicht, wieso die runterfahren. Wieso cruisen die nicht runter? Wie sollen die unten runter cruisen? Wieso cruisen die nicht runter? Ganz einfach. Wir packen jetzt die Gondel. Ja. Tickets wurden geholt. Gleich sind wir im Auto. Warum starrst du in die Kamera, wenn ich die anmache? Warum redest du nicht ganz normal weiter? Ich habe ein bisschen Augenkontakt mit der. Wolltest du mal zeigen, was du drauf hast? So wie ich bei Columbia? Ich drauf aus der Zahnbelag, ey.
Wir sind unten angekommen. Jetzt geht's zurück zum Auto. Da machen wir kurze Umzieherei, dies, das, Ananas. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht was essen. Weil ich bin echt am Verhungern. Hat der, nee, der hat nicht auf. Ja, ist auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Wir fahren jetzt nur noch zurück und dann geht's nach Hause. Warte, wir fahren jetzt nur noch zurück und dann geht's nach Hause. Okay. Ach so, Kamera läuft. Oh. Kamera läuft. Na! Nun. Wir sind im Auto. Ich wollte noch mal kurz das Fazit zu diesem ganzen Schweizurlaub hier machen, weil ich fand den echt sehr süß. Einer der Gründe war halt auch einfach, dass wir alle vier kein Netz haben in der Schweiz, weil wir nicht den Mobilfunk dafür haben. Deswegen hatten wir jetzt auch wirklich 3 Tage lang alle kein Netz, gar nichts. Und das war echt, muss ich auch sagen, einfach mal schön. Ohne Social Media das Ganze. Gab auch Nachteile. So zum Beispiel wäre schon mal fresh gewesen, das Wetter zu checken, ob man auf der Tour eine Regen... Boah, ich hätte schon mal gern gewusst, ob ich die Regenjacke mitnehmen soll oder nicht. Ich hätte gerne mal gewusst, ob ich erfriere heute Nacht. Genau, das war auch cool, so ein bisschen vorbereiten. So, okay, heute werden minus 5 Grad in der Nacht, so mental. So war man ein bisschen unwissend, aber fand ich trotzdem cool. Der andere richtig, richtig, richtig geile Punkt war, dass wir von Gondel, bis wir wieder bei der Gondel waren, keine einzige Person gesehen haben. Niemand. Tage, 2,5 Tage, ne? 2,5 Tage niemand. Wir haben insgesamt, denke ich mal, so 10 Helis gesehen. Ja, also das war so die einzige Signal, dass es auch noch andere Menschen in unserem Leben gibt. Wir wissen auch, wir haben auch immer noch kein Netz, also kann auch sein, dass der dritte Weltkrieg schon gestartet hat, wir wissen es nicht. Und ja, also wirklich wunderschöne Punkte, keine Menschen gesehen, nur wir vier, war sehr schön, ohne Internet, auch sehr schön. Probiert's mal aus. 10 von 10. So, Sportsfreunde, es war mir wieder eine Ehre, dass ihr zugeguckt habt, das Abenteuer ist jetzt vorbei. Wir fahren jetzt nach Hause, wir essen jetzt noch was Kleines auf dem Weg nach Hause. Und dann einmal beschweren, weißt du, dann funktioniert das auch. Wir fahren jetzt nach Hause, 6-7 Stunden ungefähr, wer ist jetzt noch was. Und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal ein. Wir haben schon einiges wieder im Plan und petto. Seid gespannt.